Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Oddworld, Munch's Odyssey. Wir haben es geschafft, aus dem Labor rauszukommen. In der letzten Folge, ziemlich am Anfang, hatten dann, Abe und Munch haben jetzt zueinander gefunden. Und wir haben auch sozusagen die Fähigkeiten von beiden jetzt. Können halt immer wechseln, hin und her und hin und her. Hier ist der Fahrstuhl von Munch, den ich durchlaufen kann. Das sind drei von meinen Freunden, die wollen nicht gerettet werden, weil das der Schamane gesagt hat, weil... Wie die so eine Feder, solche Feder auf dem Kopf haben, dann sind das welche, die im Einklang mit der Natur leben. Und naja, da wollen die halt nicht gerettet werden, weil die wahrscheinlich halt wild leben und keine Ahnung. Sind wahrscheinlich irgendwelche Einsiedler. Oder können wahrscheinlich auf sich selber aufpassen und retten sich selbst. Gab es ja schließlich im ersten und zweiten Teil ja auch welche, die du nicht in dem Sinne gerettet hast, sondern die nur weiter wegstehen, die du nicht erreicht hast, die dir irgendwelche Fähigkeiten gegeben haben, die dir jetzt auch nicht gerettet hast in dem Sinne. Na gut, hier wollen wir das mit den Kran machen, das hatten wir uns durchgelesen letztes Mal und jetzt sehen wir mal zu. Wenn das Ding grün ist, kann ich also was damit machen. Hilfe! 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 Da lebt ja noch. Hilfe! Hilfe! Ach stimmt, die Dinger, die Minen erneuern sich immer wieder. Stimmt. Kann ich ja nicht sagen, ich mache die Minen mit den Slicks einfach kaputt. Hilfe! Hilfe! Ach, ich würde eigentlich das so machen, dann nehme ich halt die Dinger hier. Nehme ich halt die Pumpen hier. Dann nehme ich die Bomben und spreng euch in die Luft. So. Na komm. Oh, was war das für ein Geräusch? Na. Na, das war ein bisschen daneben jetzt. Aber das muss ich sagen, das Spiel gefällt mir. Ist jetzt auch nicht so wie im ersten und zweiten Teil, dass der es wirklich nur auf Geschicklichkeit machen muss, sondern mir geht es ein bisschen ab und zu mal entspannter zu. Das finde ich nicht schlecht. Das finde ich nicht schlecht. Das ist halt die Frage, ob die Fans halt mehr diese Sicht mögen wie hier, also so eine 3D-Sicht oder halt diese Plattformer-Sicht, diese 2D-Plattformer-Sicht. Das ist halt die Frage, was man halt mehr mag. Die Frage, was mag man in dem Sinne mehr? Die 2D-Sicht oder ja, wie gesagt, diese andere Sicht? Weiß man jetzt nicht. Ich will hier ab. So. Die nämlich schon wieder oben langlaufen. Oh, hier ist ja ein Dorf hier hin. Kann ich die hier in das Dorf bringen, hier die anderen? Hallo. Wie geht's? Hey, wie geht's? Vielleicht nicht, weil es ein Haus ist, aber naja. Und hier haben sie was angepflanzt. Ein paar Blumen sind hier. Kleines Lagerfeuer in der Mitte. Ach, geh weg, ich komme sich an das Ding dran hier. Ein paar Blümchen haben sie. Komm, ja, laufen ums Lagerfeuer. Lagerfeuer und wir machen unseren Mutokuntanz. Ich bin zu schnell für dich, wa? Hui. Na gut. Wie gesagt, diese 2D-Plattformen sind ja auch nicht schlecht, aber na klar, die Möglichkeiten, was man im Spiel macht, sind halt schon ein bisschen eingeschränkt, als wenn man das so wie hier macht. Dass man so eine 3D-Umgebung hat.
Andererseits hat man ja vom ersten und zweiten Teil ja so eine Neuauflage gemacht, wo man dann halt das optisch natürlich nur überarbeitet hat. Habe ich noch nicht gespielt. Deswegen kann ich noch nicht sagen, wie die sind. Vielleicht spiele ich die auch mal. Als Let's Play vielleicht auch, aber zumindest auch mal, dass ich es mal gespielt habe. Mal sehen, wie das dann ist. Alles Gute Gott von oben! Lebt der noch? Nee, oder? Nee, der lebt noch. Lebt immer noch. Ich dachte, der ist tot. Hey, Arschgesicht! Hey, ich bin kein Arschgesicht. Ah, die Dinger kommen also nicht wieder, wie es aussieht, diese. Ah, die Bomben kommen also scheinbar nicht wieder, schade. Ah, ne, doch. Doch wieder aufgetaucht. Machen wir mal meine Mauer weg hier. Ah, ich weiß nicht, ob die jetzt dabei sterben, wenn ich jetzt genug von den Minen draufklatsche, von diesen Bomben, weiß ich nicht. Weil eigentlich müsste es ja. Ich glaube, bei Dinger spawnen ist nicht mehr weit genug nach wahrscheinlich, oder? Ja doch, der eine ist jetzt hinüber. Der eine Slicker ist tot. Ich glaube, der andere auch. Ich sehe zumindest den zweiten auch nicht mehr. Der zweite Slicker ist auch tot, wie es aussieht. Da hinten war doch, glaube ich, noch einer. Oh! Ah, ich kann die Dinger nicht tragen. Ich kann ja nicht springen, wenn ich das habe. Tut mir leid, Freund. Wir haben es ja überlebt, beide. Wir haben es ja beide überlebt. Das ist eine große Tür. Oh. Ah, toll. Oh, Gottes Willen, ich will nicht angegriffen werden. Nein. Darf die Biene rein. Trottel. Er ist tot. Tja, so kann es gehen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich meinen Freund da oben noch befreien kann. Muss ich wahrscheinlich eben nochmal da hochschicken, dass ich dann den anderen... Ey! Lass mich in Ruhe! Knüppelt ihn, knüppelt ihn! Nee, also ganz gewaltfrei ist das ja scheinbar doch nicht jeder Spiel. Ups. Ah, ich wollte eigentlich jetzt nicht hier hoch, aber okay. Na, da brauche ich wenigstens das mit dem Kran nicht machen, dann kann ich gleich ihn hier mitnehmen. Ist einer gestorben eigentlich von meinen Freunden hier? Nee. Kann ich den auch mitnehmen gleich? Na gut, oder so. Machen wir es halt so. Das ist mir auch ganz recht. Da ist mein Kumpel. Kumpel? Hallo. Hey, wie geht's? Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich sehe trotzdem nochmal nach bei dem Schrein, ob einer gestorben ist. Nö. Gas ist verfügbar. Null. Keine Mutokon-Geister verfügbar, ja, das wollte ich nur wissen. Da ist ja keiner gestorben. Ist hier noch irgendwas? Nee. Der will ja nicht gerettet werden, oder? Ja, also er will wirklich nicht gerettet werden. Weiß nicht warum. So, jetzt haben wir die ganzen Dinger hier ein.
Hä, hey, es waren doch vierer von euch. Wo ist Nummer 4? Nummer 4? Es waren vier von euch gewesen, nicht drei. Ach, da hinten ist der andere. Alle mal zuhören! Hey, Bigit! Folgt mir, Gang! So, wie komme ich jetzt hier rein? Da muss ich mal vielleicht von oben mich irgendwie reinmachen. Ja, kommt! Ja, speichere trotzdem mal lieber ab vorher. Klappt euch! Yeah! War ich getroffen? Besser gewaltfrei! Besser gewaltfrei! Hey, wenn ich mich durchlassen würde, die Slicks würde ich sie ja auch nicht knüppeln müssen. Aber dadurch, dass ich ja leider nicht durchkomme, weil die mich ja doch knüppeln. Tja. So, was sag ich mit dir eigentlich, mein Freund? Ah, neuer Rollstuhl. So. Wo ist eigentlich das hier unten? Hier. Kann ich mit dem Eier rein? Oh, ja. Was haben die eigentlich von der Mütze auf oder von Frisuren? Ach ne, das sind auch Federn. Ah, das sind auch Federn. Ja, das sind also Federn, was sie da aufhaben. Na gut. Nein, ich wollte euch, dass du den Hebel machst hier. Hallo. Hallo. Hey, warum lachst du? Schön, euch zu sehen. Sieh mal einer an. Hallo. Hallo. Schön, euch zu sehen. Sieh mal einer an. Sieh mal einer an. Ah, weiter, kannst du was sehen hier. Oh. Da steht's. Was sind die anderen eigentlich? Oben. Gang, kommt mit. Hallo Jungs. Hey, hey, das ist Abe. Alle mal zuhören. Hey, 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 hey. Alter Lot. Alter Lot. Ich frage mich, die haben doch einen Hebel jetzt drin gehabt. Die hätten sich doch eigentlich die ganze Zeit schon befreien können. Haben es aber nicht gemacht, komischerweise. Hallo, hey, 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 hey! Folgt mir alle. So, jetzt habe ich also 6 von denen. 2 mit dem Knüppel und 4 mit den Federn. Na gut, haben alle Federn auf dem Kopf, aber gut. Und einen Mansch habe ich noch. Ach, aber manch muss jetzt wieder hier hochfahren mit dem Rollstuhl. Keiner schiebt ihn mal hoch. Das ist aber früher oben wie der mit dem Knüppel hier. So, nochmal nachsehen. 2 mit dem Knüppel und 4 mit den Federn. Hier kurz mal nachsehen. So, auf der höchsten Höhe scheint niemand gestoppt, das habe ich gesagt. So. Klappt euch, Junge! Hey, Spicker! Ich stinke überhaupt nicht, ich habe gebadet. Auf die Schnauze! Du hast mich beleidigt! Ui, jetzt war ich tot. Ach, vielleicht war es lieber so tatsächlich. Los, flieht! Und außerdem habe ich da hinten noch so Dinge gesehen. Angriff! Klappt euch! Klappt euch! Hey! Ach doch, das wäre gewaltfrei hier, das Spiel. Ist einer von euch gestorben? Das sind 2 mit Federn. Hey, da fehlt noch einer, oder? Es sind nur noch 3 mit Federn. Naja, das Ding ist auch. Einer ist gestorben von den Leuten hier. Ich meine, Abe ist auch gestorben.
mit einem schließlich nicht drei, sondern vier mit Federn gehabt. Mach sie fertig! Was soll ich machen? Ich bleib erstmal hier und will jetzt nachsehen, ob die jetzt das alles schaffen. Ich glaube ja. Ich meine, jetzt bin ich zwar im Moment tot, aber das zählt ja nicht als Karma-Dings, weil ich lebe ja dann gleich wieder. Muss halt nur mit Mönch zurückfahren, muss mich wieder gesund machen. Meine Mönch ist ja ein paar Mal gestorben schon. So, mal nach unten fahren. Na, so weit ist es gar nicht. Machen wir es nochmal. Ja, wir machen es nochmal. Wie geht's? Also los. Also los. Lauf, 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 lauf. Hallo Jungs. Hey, 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 hey. So, noch kurz nachsehen. Vier mit Federn und zwei mit Knüppel. Gut. Nochmal speichern. Dann hätte es noch einer. Aufsehen! Oh, der mit dem Knüppel macht aber nicht mit. Ah, jetzt ist natürlich einer von meinen Federnleuten gestorben. Finde ich jetzt doof. Naja, sieht man ja, das Gesicht war jetzt wieder anders gewesen. Einer hat es nicht geschafft. Los, Knüppel, Mann! Knüppel ihn! So, nochmal kurz nachsehen. Ja genau, jetzt leben alle noch. Vier mit Federn und zwei mit Knüppel. Kurz trotzdem nachsehen lieber. Ja. Und Quick Save. Managers. Na gut, diese Glockens oder Gluckens. Ich denke mal Glockens. Managers. Null aktiv, null stillgelegt, also kommen die bald. Sicherheitsdienst, natürlich die Slicks. 21 sind tot von denen. Fussels, 12 befreit. Na komm, ich schenke euch die Freiheit. Na gut, die mir alle Federn auf dem Kopf, wie der Schamane ja gesagt hat, die mir den Federn auf dem Kopf wollen nicht gerettet werden. Na gut, dann halt nicht. Vielleicht wollte er gerettet werden, wenn er das hier macht. Auch nicht. Na dann nicht. Okay, an die Arbeit. Also ihr dürft hier nicht draufstehen. Wenn einer von euch hier draufsteht. Ah. Bleib für einen Moment hier. Was auch immer. Oh, und da kratzt sich der Mudokon oder Mudokon am Arsch. Da bin ich ein bisschen an Fallout 1 und 2. Wenn die Supermutanten sich am Arsch gekratzt haben, dann haben sie dann das in der Hand gerochen. Ah, oh, das war immer, das waren ein paar Schweine gewesen. Erst am Hintern kratzen und dann an der Hand riechen, wie das riecht. Ach, das war eine Fasse. Sorry gewesen. Schön, euch zu sehen. Wie reagiert ihr auf mich? Slockhütte 1027.
Hey, wo ist mein Rollstuhl? Fernbedienung. Hey, Mann! Schaut gut aus mit dem Quarma! Arbeitet jetzt auch bei der Befreiung der Monokon-Kraft zusammen. Ihr erkennt einen Kraft an seinem modischen Streifenlook. Einen Squab? Was? Ich meine, ich sehe, dass das so ein Hütchen auf hat, aber. Vielleicht recyceln. Das sind Slicks, das sind zwei Slogs. Der Kran. So eine Halle hier. 1027. Wieder einen Knochen für den Slog da hinten an der Mauer. Knochen für den Slog. Das kann wohl nur manch benutzen, die Dinger hier. Ja, das kann nur er benutzen. Ach, wegen dem Strom. Ah ja, verstehe schon. So, hier ist also ein Hebel. Einer von denen. Ich recycle den mal. Oh, das ist auch fies. Das ist auch fies. Na, komm mal her, du da unten. Hilfe! Mal sehen, wer gewinnt. Hey, der braucht Hilfe da unten. Helft ihm doch. Hilfe. Tut mir leid um dich. Ich frage mich trotzdem, ob man nicht irgendwie auch mal mit diesen Slicks und Slugs auch mal, sag ich mal, friedlich zusammenleben kann, so vom Prinzip. Ja, du bist zu nah. Hier, bleib stehen. Bleib stehen, Junge. App hochknallen. Ich dann App dann da hochschicken. Na komm, nach unten. So, ungefähr hier ist das Ding. Hey, wie geht's? Wie geht's? Ganz gut. Hey, warte, ich muss dich. Bleib doch mal stehen, Junge. Sei cool und sitz still. Ja, sicher, Mann. Na komm, ich will dich aufheben, dass ich dich auch noch werfen kann. Jetzt. Ja. Bringt doch noch nichts. Sei cool und sitz still. Ja, was auch immer. Ich muss erstmal die Tür aufmachen. Muss ich dich auch noch kurz nehmen? So. Und auf die Tür. So, einmal hier oben versteckt. Das sieht nicht so aus. Das sehe ich jetzt nicht so oben. Ja, ich glaube, das war's, wie es aussieht. Wo man echt denken könnte, dass es vielleicht. Oder?
oder? Jetzt mal unser Sonar machen nochmal. Pop, pop, pop. Ne, keiner in der Nähe. Keiner in der Nähe. Sieht's aus hier mit unserem Karma. Rettungen 9. Naja. Wir müssen also 9 retten. Geh erstmal mit dir erstmal auch mit runter. Nein, du sollst runter. Watschel. So. Okay, hör zu! Hey! Nur nicht so nah an dieses Ding gehen. Hey Jungs! Ihr müsst die Mosokas Krabs durch dieses Spalier aus Slickpoppern und hungrigen Slobbys bringen. Puh, ich hab keine Ahnung, wie das gehen soll. Wir sehen uns. Okay, Kumpels, jetzt mal mit ein bisschen Schnackes. Was tun? Was tun? Du bleibst besser hier. Manu! Manu. Na, welche da unten? Alle mal zuhören! Ah, ich muss also. Naja, verstehe schon. Sobald einer mit denen drüber geht. Alle mal zuhören! So, ist die erstmal noch gerettet? So. Zwei. Hallo Jungs! Hey, hey! Ja, alle! Hey, hey, das ist Abe! Ach, der eine ist natürlich immer noch drin. Hallo. Hey, hallo. Folge mir. Ups. Reißt mich, schmeiß ich den Typ einfach raus. Erstmal trinke ich was. Ja, was denn jetzt schon wieder? Na gut, im Prinzip wäre es ja egal, ich könnte ja die Lader nehmen. Hallo Jungs! Hey, hey! Achso, die folgen mir wohl trotzdem nicht. Alle mal zuhören! Wie geht's? Du bleibst besser hier. Na gut, vielleicht muss ich ja welche oben lassen von denen, keine Ahnung. Keine Angst, bin gleich zurück. Gut, und an der Stelle werde ich jetzt auch die Folge beenden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge werden wir dann hier weitermachen. Also, macht's gut, bis dann, tschüss.